Lieber Herr Kiebak, erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Kandidaten, herzlichen Glückwunsch zu dieser Veranstaltung und ein herzliches Dankeschön an den vergangenen Wahlkampf, denn Sie haben mit dazu beigetragen, dass wir als FDP in Schleswig-Holstein ein so gutes Ergebnis hatten und 4 Abgeordnete in den Deutschen Bundestag geschickt haben. Eine davon bin ich. Also als ernährungspolitische Sprecherin, ich bin auch agrarpolitische Sprecherin, wünsche ich erstmal guten Appetit. Ja? Ich finde, wenn man nicht einfach nur nebenbei isst, sondern das Essen feiert, ein bisschen das Kulturelle mitwürdigt, bekommt es Ihnen allen besser. Und das ist der Gesundheit insbesondere zuträglich. In diesem Sinne einen guten Appetit. Ich darf dazu bemerken, dass wir als FDP wohl die Einzigen sind, die gegen verbrauchslenkende Steuern wie Zuckersteuern und Fettsteuern sind, weil wir der Auffassung sind, dass das Bürokratie verursacht, aber sonst gar nichts. Aber das soll es dann auch zu dem Thema sein. Ich bedanke mich sehr, Herr Schmück, gerade für Ihren Vortrag, weil er genau nahtlos an das eigentlich sich eingrenzen lässt, was wir als FDP-Bundestagsfraktion sehen. Wir sehen, dass wir als Liberale die Einzigen sind, die bereit sind, Menschen zu vertrauen, auf das die Fähigkeit der Menschen, ihr Leben zu gestalten, zu setzen. Sigmar Gabriel hat jetzt gerade das Stichwort ausgegeben, wir brauchen mehr Kümmerer. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Kümmerer, sondern wir brauchen Vertrauen in die Fähigkeit der Menschen, ihr Leben zu gestalten, damit wir uns um die Menschen kümmern können, die es denn tatsächlich brauchen. Die gibt es auch und um die sollen wir uns auch kümmern. Und da gibt es eine ganze Menge von. Aber wir sollen uns nicht um jeden Einzelnen kümmern, der wie Herr Schmück offensichtlich in der Lage ist, sein Leben selbst zu gestalten. Ich glaube, er braucht keinen Kümmerer. Deswegen braucht der Mensch mehr Freiheit. Wir wollen keine Käseglocke über jeden Einzelnen stellen, sodass er dann im Mief unter der Käseglocke dahin vegetiert, sondern wir brauchen die Freiheit zur Gestaltung des Lebens. Aber ich bin mir bewusst, und da müssen wir uns alle gemeinsam stark machen und uns gemeinsam auch vertrauen, dass dieses im Augenblick etwas ist, was von der Mitte der Gesellschaft nicht getragen wird. Die Gesellschaft setzt auf diejenigen, die Schutz versprechen. Schutz wovor auch immer. Und ich meine, vor Regen schütze ich mich selbst mit dem Regenschirm. Da brauche ich den Staat nicht. Vor einer falschen Ernährung schütze ich mich selbst durch Eigeninformation. Dafür brauche ich den Staat nicht. Aber es gibt Dinge, an denen ich den Staat brauche. Das ist beispielsweise, und das ist hier angesprochen worden, der Ausbau von Infrastruktur. Das kann ich nicht alleine. Dafür brauche ich den Staat. Und deswegen auch wichtig, dass ihr euch schon jetzt um den Bundesverkehrswegeplan kümmert, 2015. Das klingt zu weit weg. Aber alles das, was da nicht drin ist, wird in den nächsten 15 Jahren nicht angepackt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf allen Ebenen darum kümmern, was in den Bundesverkehrswegeplan hineingehört. Wir haben zurzeit im Bundestag, und darauf will ich eingehen, 2 ganz große Themen. Das eine ist das Thema Europa. Die Bundeskanzlerin hat am Freitag ja in ihrer Rede aus Europa, vom Gipfel in Europa berichtet. Und bemerkenswert ist schon, dass parallel dazu Bundespräsident Gauck ebenfalls seine Rede, die er jetzt das Bellevue-Forum nennt, zu Europa gehalten hat. Eine Rede pro Europa, eine Rede, die Anerkennung gefunden hat, weil er deutlich gemacht hat, dass Europa mehr ist als eine Friedensbotschaft, sondern Europa ist die Zukunftsbotschaft. In einer globalisierten Welt werden wir europäischen Einzelstaaten nur dann unseren Wert behaupten können, wenn wir uns miteinander solidarisieren, wenn wir gemeinsam für unsere Werte eintreten. Und in diesem Sinne ist es gut, dass Bundespräsident Gauck sich des Themas Europa angenommen hat. Darin war eine kleine Kritik an der Kanzlerin und diese Kritik ist durchaus berechtigt. Denn ich glaube, wir Politiker allgemein, aber auch natürlich die Kanzlerin an vorderster Stelle, sind gefordert, Europa den Bürgern näher zu bringen. Es macht keinen Sinn, ewig über die Krümmung der Gurke zu reden. Das ist sowieso längst abgeschafft. Sondern wir müssen die Vorteile von Europa erklären. Und ich glaube, man kann sie auch jedem Einzelnen bewusst machen,
wenn man sieht, was die Vereinigung von Europa schon gebracht hat. Ich erinnere mich, als Schülerin nach Frankreich gefahren zu sein, und wir mussten den einen Klassenkameraden verstecken, weil er keinen Pass hatte. Das heißt, wir haben Unordnung im Abteil geschafft, damit der nicht merkte, dass da eben nicht nur 8 drin waren, sondern 9, weil der eine eben keinen Pass hatte. Das haben wir längst überwunden. Unsere Kinder sind alle groß damit geworden. Entschuldigung, Jörn, Sie haben da noch keins, aber kommt noch. Wollen wir noch ein bisschen drauf warten. Aber unsere Kinder leben mit einem zusammenwachsenden Europa, und dies sollten wir nicht ewig in Frage stellen, sondern es mitgestalten. Das ist wichtig. Ich fand es bemerkenswert, dass Rainer Brüderle derjenige gewesen ist, der in dieser Debatte den engagiertesten Beitrag zu Europa gehalten hat. Und selbst die FAZ konnte nicht umhin zu bemerken, so freundlich ist sie zu uns meistens nicht, zu bemerken, dass er das Engagement an den Tag gelegt hat, was sich die Oppositionsabgeordneten eigentlich von ihren Rednern erwartet hätten, die es aber nicht gebracht haben. Ein bemerkenswerter Beitrag. Ich weiß, wir haben alle darüber gestritten, wie gehen wir um mit der Tatsache der Verschuldungssituation. Wir haben in verschiedenen Staaten Europas eine immense Verschuldungssituation. Wir müssen beobachten, dass möglicherweise in Italien, das sich ja ziemlich gut herausgearbeitet hat, eine Wahlentscheidung getroffen wird, die, wie ich finde, gegen Europa gerichtet ist, die ich sehr bedauern würde. Und wir müssen beobachten, dass Frankreich nicht auf einem guten Weg ist. Hollande offensichtlich die Zeit der Zeit noch nicht verstanden hat. Aber wir als Deutsche, glaube ich, mit einem Exportvolumen, 70% unserer Exporte gehen nach Europa, müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir den Ländern um uns herum helfen müssen, wiederum ihre Verschuldung in den Griff zu bekommen und wettbewerbsfähige Strukturen zu entwickeln. Das ist für uns eminent wichtig. Ich nehme immer das Beispiel, als wir uns, mein Mann und ich, das erste Auto gekauft haben, war das erste, was uns der VW-Händler sagte, wie wollen Sie es denn finanzieren? Ich könnte Ihnen da dieses, das und jenes anbieten. Das heißt, wer etwas verkauft, kümmert sich in aller Regel, ist das beim guten Kaufmann so, darum, dass er das, was er verkauft, auch bezahlt bekommt. Und genauso sind wir als ein Land mit Wettbewerbsfähigkeit in Europa gefordert, anderen auf dem Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit zu helfen, damit sie ihre sich selbst ernähren können, erwirtschaften können und damit sie auch ihre Schulden bezahlen können. Und deswegen sind wir als Liberale besonders betroffen. Dieses ist die europäische Sicht. Aber wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, dann gucken wir uns doch mal an, was wir in den letzten 3 Landtagswahlen für Ergebnisse gehabt haben. Schleswig-Holstein, wir als Liberale Spitze. Und was macht eine rot-grüne Regierung? Sie verwirtschaftet das Geld, was wir gespart haben. Gucken wir. Gucken wir nach Nordrhein-Westfalen. Wir haben dort eine gute Regierung gehabt. Man muss sagen, dass im Wahlkampf die CDU ziemlich geschwächelt hat und dafür auch den Preis bezahlen musste. Minister Röttgen ist nicht mehr Minister, und ich glaube, dass dieses von der CDU auch eine richtige Entscheidung gewesen ist. Ich finde, dass wir als Liberale das deutlich besser gemacht haben, indem Daniel Bahr gesagt hat, derjenige, der die Spitzenkandidatur im Wahlkampf einnimmt, der muss auch garantieren, dass er in Nordrhein-Westfalen bleibt, und er sollte den Vorsitz übernehmen. Damit ist Christian Lindner Spitzenkandidat und Vorsitzender geworden und hat eine herausragend gute Figur abgegeben und einen enormen Erfolg eingefahren. Die CDU sah da deutlich schlechter aus. Das ist ein Erfolg. Der muss auch da bleiben, der Knabe. Der muss auch da bleiben, richtig. Drittes Land, Niedersachsen, ein Ergebnis, was uns niemand zugetraut hätte, 9,9%. Und dieses mit der Aussage, wir wollen den Schuldenabbau fortsetzen. Das heißt, man kann solche Themen den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln. Die Niedersachsen haben es geschafft, es zu vermitteln. Und um mit einem Märchen einmal aufzuräumen, diese Wahl in Niedersachsen, die Regierungsmehrheit haben wir verloren, weil die CDU dort 15 Direktmandate verloren hat. 3 der Minister haben ihr Direktmandat verloren. Das spricht nicht für eine gute Wahlkampfführung durch die CDU in Niedersachsen. Es ist sicherlich so, dass es einen Stimmenaustausch gegeben hat zwischen CDU und FDP. Im Bereich der Erststimmen haben unsere Wählerinnen sicherlich vermehrt CDU gewählt. Im Bereich der Zweitstimmen gab es CDU-Wähler, die auch uns gewählt haben. Das ist innerhalb eines Regierungslagers, das gemeinsam die Regierung fortsetzen will, eine vollkommen richtige Strategie. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die CDU-Kandidaten
bei denen das Ergebnis knapp zu werden schien, auf die FDP-Kandidaten mal zugegangen wären und gesagt hätten, passt mal auf, lasst uns doch mal so verfahren. Denn man muss sich auch darüber im Klaren sein. Erststimmen, die nicht in das eigene Lager gehen, führen dazu, dass die Zweitstimmen dann wahrscheinlich auch nicht in das Lager gehen. Und deswegen müssen wir auf beide Stimmen Acht geben und uns stärken, wenn wir eine gemeinsame Regierung mit der CDU/CSU wieder machen wollen, dann werden wir auch das Instrument von Stimmensplitting haben. Ich will das tolle Erststimmergebnis in keiner Weise schmälern, aber wir sind uns auch darüber im Klaren, für uns ist die Zweitstimme Königsstimme und die Erststimme ist ein bisschen Luxus. Ich habe auch immer für meine Erststimmen geworben. Ich habe ebenfalls über 11% der Erststimmen erzielt. Aber es ist für uns wichtig, dass wir sowohl die CDU unterstützen, als auch wir als FDP im Bereich der Zweitstimmen ein gutes Ergebnis heimfahren. Ich bin sehr optimistisch, gerade nach den niedersächsischen Ergebnissen mit 9,9%. Wenn man so überlegt, mal im Januar waren das noch 2%. 9,9%, dann ist das einfach eine fantastische Leistung, die dort in Niedersachsen gebracht worden ist. Das nächste große Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist, wie Herr Schmück gesagt hat, das EEG. Das ist ausgesprochen vielgestaltig. Wir haben eine Eckpunktevereinbarung des Bundesvorstandes aus dem November. Wir haben jetzt ein Kompromisspapier zwischen Philipp Rösler und Herrn Altmaier. Und ich komme jetzt ja heute etwas stark zu spät, auch weil ich erst nicht früher kommen konnte. Wir hatten den Bundesfachausschuss in Berlin, haben dort unseren Programmentwurf beschlossen und haben dabei auch einen Beschluss gefasst, den Bundesvorsitzenden Philipp Rösler aufzufordern, dass es keinen Eingriff geben darf in Altverträge. Das geht nicht. Ich finde... All diejenigen, die ihr Geld in erneuerbare Energien investiert haben, brauchen Vertrauensschutz. Ansonsten können wir einen weiteren Ausbau erneuerbarer Energien nicht vorangeben. Und das gilt, das will ich auch ganz deutlich sagen, das gilt ja nicht nur für Flächeneigentümer, das gilt auch nicht nur für Landwirte, sondern das gilt natürlich auch für die Unternehmen, die den Landwirten beispielsweise Biogasanlagen auf den Hof gestellt haben. Deswegen ist dieser Vertrauensschutz insgesamt gesehen für eine Weiterentwicklung enorm wichtig. Wir müssen aber auch sehen, dass wir Strom bezahlbar halten. Im vergangenen Jahr haben die Stromkunden 17 Milliarden Euro für erneuerbare Energien ausgegeben. Wir haben die Situation, das ist eine ziemliche Stange Geld. Wir haben die ersten Überlegungen von Menschen in Deutschland, die sagen, da wollen wir gegen klagen. Wir erinnern uns alle, wir hatten früher mal einen Kohlepfennig, der ja auch kein Pfennig war, sondern ein bisschen mehr. Und irgendwann ist dagegen geklagt worden und dieser Kohlepfennig musste dann aus Bundesmitteln bezahlt werden. Wir können uns ausrechnen, dass dieses möglicherweise auch für die EEG-Umlage irgendwann einmal zutreffen kann. Das ist nicht auszuschließen und deswegen sind wir gut beraten, wenn wir eine weitere Steigerung der EEG-Umlage kritisch sehen. Ich bin der Auffassung, wir müssen sowohl diejenigen im Blick haben, die in erneuerbare Energien investiert haben, als auch diejenigen, die als Stromkunden diesen Preis bezahlen müssen. Wir müssen uns bewusst sein, dass dieses eine Verteilung von unten nach oben ist. Der einfache Bürger, der zur Miete wohnt, hat keine Möglichkeit, über erneuerbare Energien in irgendeiner Weise Einkommen zu generieren. Das heißt, wir müssen auch diese Menschen im Blick haben. Und ich bin schon der Meinung, wenn wir uns einmal die Struktur unseres Strompreises angucken, 45% sind politisch bestimmt, 55% sind für die Energieproduktion und für die Stromleitung, dann werden wir uns an den politisch bestimmten Teil heranmachen müssen. Und beim politisch bestimmten Teil haben wir zum einen die Umlagen, drei Umlagen. Die größte Umlage ist die EEG-Umlage, die jetzt 5,28 Cent pro Kilowattstunde beträgt. Und die zwei anderen Bereiche sind Steuern. Das eine ist die Stromsteuer, die 1999 eingeführt worden ist von Rot-Grün, 2003 verdoppelt worden ist. Und das andere ist die Mehrwertsteuer. Und wir haben jetzt die Situation, dass an jeder Erhöhung der EEG-Umlage der Staat mitverdient, weil die Umlage auch mit einer Mehrwertsteuer belegt wird. Vor diesem Hintergrund bin ich der Auffassung, dass ein Instrument sein könnte,
die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, an die Stromsteuer heranzugehen ist. Es ist eine Sondersteuer, die einmal erdacht worden ist, als man meinte, dass der Strompreis zu niedrig ist. Jetzt ist der Strompreis deutlich nicht mehr zu niedrig, das kann man nicht sagen. Wir haben den höchsten in Europa, er ist doppelt so hoch wie in den USA. Und deswegen sollte man, wie ich meine, an diese Steuer herangehen. Es wird weiterhin die Diskussion geben. Es wird weiterhin die Diskussion geben, sie ist da, an die EEG-Umlage heranzugehen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir darauf setzen sollen, gerade als FDP, dass die Unternehmen, die energieintensiv sind und die im internationalen Wettbewerb stehen, dass sie eine Befreiung von der EEG-Umlage erhalten. Ihr könnt mich da kritisieren oder nicht, aber nur wenn ich hier was ordentlich vertrete, könnt ihr sicher sein, dass ich es in Berlin auch ordentlich vertrete. Ich bin der Meinung, dass wir an diesen Tatbestand sollten wir lassen. Da gibt es einige Bestimmungen zur Befreiung, die ich nicht nachvollziehen kann, die auch Unternehmen betreffen, die nicht im Wettbewerb stehen. Da müssen wir ran. Aber diejenigen, die wirklich im Wettbewerb stehen, die müssen die Chance zur Befreiung haben. Das gilt auch deswegen, weil es natürlich keinem Stromkunden damit geholfen ist, wenn er 50 Euro am Strompreis spart, aber seinen Arbeitsplatz verliert. Wir wollen als FDP keine Deindustrialisierung in Deutschland, um das ganz deutlich zu sagen. Das können wir uns insgesamt gesehen überhaupt nicht leisten. Deswegen müssen wir auch mit der weiteren Förderung erneuerbarer Energien sehr, sehr klug umgehen. Es ist hier angesprochen worden, die Frage des Netzausbaus. Richtig, das muss vorangetrieben werden. Ich habe mit einem gewissen Entsetzen gehört, das will ich denn ganz ehrlich sagen, dass die 380-kV-Leitung hier in der Region erst für 2019 da ist. Ich finde es unsäglich. Ich komme aus einem Kreis, wo ein Projekt Deutsche Einheit in diesem Jahr verwirklicht worden ist. Denkt man dran, in diesem Jahr, wo das Projekt Deutsche Einleitung, 380-kV-Leitung von Schwerin nach Geesthacht, in diesem Jahr ist umgesetzt, das ist einfach unmöglich. Das hilft überhaupt nicht. Da hat eine rote-grüne Landesregierung etwas mit zu tun. Das will ich aber auch sagen, es ist nicht alles immer nur Kiel. Ab und zu ist es auch ein Umweltamtsleiter bei mir im eigenen Kreis, dem wir da ein bisschen auf die Sprünge helfen mussten, der ebenfalls etwas damit zu tun hatte. Deswegen sind wir im Bereich des Netzausbaus gefordert, dieses zügiger voranzutreiben, denn wir können nicht den Umbau einer Produktionsstruktur von zentral auf dezentral bewältigen, ohne dass wir auch natürlich den Stromleitungen dafür mit zur Verfügung stellen. Es kann gar nicht anders gehen, sonst wird das Ganze scheitern. Wir müssen außerdem, und da bin ich froh, dass die neue Bundesbildungsministerin das schon angeguckt haben, natürlich auch im Bereich Forschung und ins Bereich Speicher stärker investieren. Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, Photovoltaik ist sehr schön, aber wir haben 8.700 Stunden im Jahr und nur 1.000 Sonnenstunden. Da sieht man ja, dass da eine gewisse Lücke klafft. Und dem müssen wir gerecht werden. Und das einzige Pumpspeicherkraftwerk, was wir in Geesthacht haben, wird das alles nicht tatsächlich richten können. Das reicht nicht aus. Auch da haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Ein Thema in diesem Wahlkampf wird, und das haben uns die Grünen schon angekündigt, wird die Landwirtschaft sein. Ich komme jetzt gerade ja zurück vom Bundesfachausschuss Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz. Und wir haben das Programm verabschiedet. Die Grünen werden dieses zum Thema machen. Man sollte sich einmal angucken. Die Grünen haben, damit werben sie, stellen 5 Landwirtschaftsminister in Deutschland. Da ist ein Schriftsteller dabei, das ist hier bei uns. Da ist ein Theologe ohne Abschluss dabei. Dem kann man den Doktortitel nicht aberkennen, er hat keinen. Er hat auch kein Staatsexamen. Da ist ein Sozialwirt dabei. Das heißt, irgendwo sind die Grünen da so ein bisschen in der Beliebigkeit, wem sie dieses Amt anvertrauen und setzen wohl ein bisschen mehr auf Ideologie als Fachverstand. Das hat unsere Landwirtschaft nicht verdient. Unsere Landwirtschaft hat aber auch nicht verdient, was die CDU-CSU teilweise will, die sich nur als Sprachrohr des Bauernverbandes sieht. Das hat unsere Landwirtschaft auch nicht verdient. Ich kann da ganz kurz berichten, ich komme aus den Beratungen zum Arzneimittelgesetz gerade heraus, und wenn es dieses Gesetz geben sollte, was ich immer noch nicht ganz weiß, weil der Bundesrat ein Wörtchen mitzusprechen hat, dann ist das ein ganz klarer Erfolg der FDP. Ich will Ihnen mal sagen, wie schwer es ist, mit 2 Schweinebauern zusammen die Minderung von Arzneimitteln zu beraten. Das ist Hardcore, ja? Das ist,
Das haben wir 5 mal 5 Stunden haben wir beieinander gesessen, um dort zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Wir wissen, es gibt sehr, sehr gut geführte Betriebe, auch bei uns in Schleswig-Holstein. Und meine erste Grundausbildung in puncto Schweinehaltung habe ich aus Schleswig-Holstein von einem Parteifreund aus Rendsburg, der mich sozusagen eingeführt hat, wie man so etwas ordentlich machen kann. Wir wissen, dass es Betriebe gibt, die im Regelfall ohne Antibiotika auskommen. Und an diesen Betrieben wollen wir die Landwirtschaft orientieren. Und ich halte das für einen guten Weg, unsere Landwirte an dem zu orientieren, was machbar ist, und nicht an dem, was sich am grünen Tisch irgendjemand mal ausgedacht hat. Daran wollen wir sie orientieren. So haben wir dieses Gesetz ausgelegt. Das halte ich. Aber wir müssen auch sehen, dass wir die Forderungen, die von grüner Seite kommen, auf null Antibiotika nicht realisieren können. Auch wir sind dem Tierschutz verpflichtet und ein Tier, was krank ist, hat Anspruch auf Heilung. Und da gehören auch Antibiotika dazu. Wir müssen außerdem sehen, dass wir die gesellschaftliche Sorge über multiresistente Keime ernst nehmen müssen. Und die deutschen Schweinebestände gehören zu den Schweinebeständen in Europa, die am stärksten mit multiresistenten Keimen, mit MRSA, belastet sind. Und an dieser Situation müssen wir meines Erachtens etwas stellen. Das heißt für mich, dass ich als verantwortlich im Bereich Landwirtschaft in der Tierhaltung etwas ändern muss. Aber, und das sage ich mal unseren Gesundheitspolitikern auch, in der Humanmedizin ist auch das ein oder andere zu ändern. Denn auch dort gibt es teilweise einen ungeordneten Umgang mit Antibiotika, der nicht gerechtfertigt ist. Wir haben Verantwortung für die Gesundheit künftiger Generationen zu tragen und das bedeutet einen fachkompetenten Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin genauso wie in der Tierhaltung. Ich meine, liebe Parteifreunde, ich glaube, dass wir die Chance haben zu einem guten Ergebnis. Ich will nicht sagen, dass es genauso gut sein wird wie das letzte Mal. Aber ich glaube, wir haben die Chance zu einem guten zweistelligen Ergebnis auch bei dieser Bundestagswahl. Weil wir die einzige Kraft in Deutschland sind, die auf Eigenverantwortung setzt. Die einzige Kraft, die darauf verzichtet, Menschen Angst zu machen, sodass sie sich nicht mehr frei entscheiden können. Die einzige, die Vertrauen in die Menschen setzt und in ihre Gestaltungsfähigkeiten. Und die einzige, die auch die Freiräume für diese Gestaltungsfähigkeiten schafft. Ich glaube, wir können ein sehr gutes Wahlergebnis erzielen. Aber dieses bedeutet auch, dass wir in den Personalfragen ordentlich miteinander umgehen. Und ich fand es nicht richtig, was Dirk Niebel am Dreikönigstag gemacht hat, vor dem Wahltag in Niedersachsen gegen den Bundesvorsitzenden und gegen die niedersächsische FDP dort zu polemisieren. Das ist nicht in Ordnung. Liebe Leute, niemand. Wir werden das Vertrauen der Menschen nicht gewinnen, wenn wir uns streiten wie die Kesselflicker. Das macht niemand. Wir müssen über inhaltliche Fragen miteinander streiten. Das ist keine Frage. Wir müssen inhaltliche Debatten führen. Die FDP ist nach wie vor eine diskussionsfreudige Partei. Im letzten Wahlkampf hatte ich einen Bürger bei mir in einer Veranstaltung mit Herrn Stadler und der sagte, ach, wissen Sie was? So sehr liebe ich euch ja nicht. Aber ihr seid die Einzigen, wo ich als einfacher Bürger ohne Mitgliedschaft in irgendeinem Verband oder Verein tatsächlich an eure Politiker noch Fragen stellen kann. Genau diese Qualität müssen wir uns auch für die Zukunft erhalten. Damit werden wir uns auch Vertrauen und Anerkennung der Bürgerinnen und Bürger machen. Und deswegen müssen wir auch darum streiten, ein gutes Programm zu haben. Das werden wir im Mai beraten. Die Personalentscheidung wird jetzt am 8. März in Berlin laufen. Ich bin froh, dass Wolfgang Kubicki sich entschlossen hat, fürs Präsidium zu kandidieren. Das ist auch eine mutige Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, wie dieses aussieht. Ich werde Philipp Rösler unterstützen. Ich habe ihn als einen Bundesvorsitzenden erlebt, der bei aller Kritik, die er hat, aus Fehlern gelernt hat. Und wer sich mal das mal den Bericht in der Welt vom heutigen Tage anguckt, der wird sehen, dass er inzwischen auch eine sehr faire Behandlung durch Medienvertreter bekommen hat. Hut ab, muss ich sagen, vor so einer ganzseitigen Berichterstattung. Das hat mir ausgesprochen viel Spaß gemacht. Das heißt, wir können an uns selber scheitern, aber andere können uns nicht zum Scheitern bringen. Und in diesem Sinne wünsche ich auch in Nordfriesland einen erfolgreichen Wahlkampf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Entschuldigung, ich muss um 19:35 Uhr mit dem Zug. Also nicht klatschen, sondern nicht klatschen.